Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe bei Medimops bestellt und ich dachte, ich zeige euch meine kleine, aber feine Bestellung. Nicht in einem allzu großen Karton, das sind glaube ich auch nur 4 oder 5 Bücher. Eigentlich ist eine DVD und auch ein Buch schuld. Das erzähle ich euch aber natürlich, wenn es dran ist. Und zwar als erstes Buch ist bei mir eingezogen Die Entdeckung der Langsamkeit von Steen Nedolny. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Und zwar ist das so ein Buch gewesen, das ich nahe bei meinen Nachforschungen zu Terror von Dan Simmons entdeckt habe. Denn in diesem Buch wird sich ebenfalls um John Franklin und die Langsamkeit als menschenfreundliches Prinzip beschäftigt. Und dann heißt es hier auch, man könnte auch sagen, die Bedächtigkeit, den vorsichtigen Umgang mit sich selber und den Dingen. Und ja, ich glaube, auch hier vorne sieht man direkt die Terror. Und mich hat ja das Buch von Dan Simmons wirklich sehr, sehr mitgerissen, begeistert. Und ich habe sehr viel nachrecherchiert, was ja dank Internet auch gut möglich ist. Und ich bin immer wieder auf das Buch von Nedolny, wie auch immer, gestoßen. Und so durfte das Büchlein jetzt bei mir einziehen. Es ist auch nicht allzu dick, hat keine 300 Seiten. Und ich freue mich sehr, da noch ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Da wir auch schon bei Dan Simmons waren, ist im Grunde mein drittes Buch von Dan Simmons bei mir eingezogen, Der Berg. Mir gefiel ja Terror unglaublich gut. Aktuell lesen wir Druid und ich denke, das werden wir jetzt nicht im Sommer lesen, aber ich denke doch Herbst, Winter, wenn es wieder kälter wird. Und ich freue mich sehr, da ich habe noch einen anderen Dan Simmons, ich glaube Flashback, auf meinem E-Book-Sub. Und denke, so kommen wir gut durchs Jahr. Bei Der Berg geht es ja um den Mount Everest, genauer gesagt um die Nordostseite im Jahr 1924. Und es machen sich die beiden britischen Bergsteiger Mallory und Irvine auf den Weg zum Gipfel und verschwinden spurlos. Und ich vermute mal, dass Dan Simmons, ähnlich wie es ja bei Terror war, historisch belegt ist, eben auch mit einer eigenen Art von Fantasie ausschmückt. Und ich mochte diese Mischung eben im Buch Terror unglaublich gerne und bin sehr gespannt. Ich bin ein großer Mount Everest-Fan. Ich habe da schon unglaublich viele Dokumentationen angesehen und bin sehr gespannt, was Dan Simmons daraus zaubert. Und ich muss echt sagen, an dem Buch fehlt im Grunde nichts. Also auch bei Die Entdeckung der Langsamkeit, ja, man sieht, es ist vielleicht schon ein, zweimal gelesen. Es ist ja auch schon ein bisschen älter. Und hier würde ich fast vermuten, es hat noch keiner gelesen, weil es ist ja ein wirklicher Wälzer und es ist noch absolut glatt. Es hat eine Menge Exemplarstempel, was ich aber gar nicht schlimm finde. Es war wirklich günstig und es sieht top aus. Also es sieht halt ein bisschen alt aus, aber nicht gelesen, nicht gebraucht. Und bin ich absolut zufrieden, freue mich dann auch sehr auf dieses Büchlein. Dann wurde ich angefixt von der lieben Susan und von Shari. Und zwar geht es dabei um Die Bienen von Laline Paul. Ich gehe davon aus, man spricht sie so aus. Hier soll es ja um eine Art Dystopie gehen, eben unter Bienen. Und die Bienen scheinen aber wohl in diesem Buch auch irgendwie ein bisschen menschlich zu sein oder menschliche Arten an sich zu haben. Und ja, wir begleiten hier Flora. Ihre Nummer ist 717. Sie ist ziemlich groß. Ihr Pelz ist struppig. Andere finden sie hässlich. Doch sie ist klug und mutig. Und sie muss sich gegen die Regeln des Bienenstocks behaupten. Denn Flora 717 ist eine Biene. Und das heißt hier ein ungewöhnlich ergreifendes Bienenmärchen, halb Aschenputtel, halb Abenteuergeschichte, purer Lesespaß. Und Susan hat es in irgendeinem Video jetzt gezeigt, Shari habe ich schon darüber sprechen hören und beide wollen es demnächst irgendwann lesen. Und habe ich gesagt, ich schließe mich direkt an und habe mir dieses Büchlein jetzt eben mitgenommen. Auch dieses Buch sieht top in Schuss aus, hat auch keinen Stempel, sieht aus wie einmal vorsichtig gelesen. Ja, es liegt hier das Medimops-Papier und meine Katze versteht. Das ist das, was hier so im Hintergrund raschelt, aber wir wollen sie ja nicht aufhalten, sie darf damit ja gern spielen. Und ja, freue ich mich ebenfalls sehr darauf, das bald zu lesen. Ja, der eigentliche Verursacher ist ja eine DVD, wie ich es vorhin schon gesagt habe, und zwar ist es 7. Und ich hatte vor einer Woche unglaubliche Lust, mir diesen Film seit langer, langer Zeit mal wieder anzusehen und musste leider feststellen, dass meine
uralt DVD, die ja bestimmt schon 20 Jahre alt war, ständig geruckelt und gerackelt hat. Und dann dachte ich, okay, du hast sie jetzt auch bestimmt schon 15 Jahre, 10 Jahre nicht mehr angeguckt und habe mir jetzt eben einfach 7 geholt. Und das heißt, hier hieß auch hier wirklich noch sehr guter Zustand und sie sieht auch um Längen besser aus wie meine eigene. Ja. Und das ist ja ein unglaublich spannender Thriller, der wirklich ja auch schon ein bisschen blutig ist und der mich immer sehr wow, zurücklässt. Und auch die Schauspieler Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, unglaublich gut und ich freue mich drauf. Jetzt kann ich ihn angucken und freue mich wirklich mega darauf. Und dann das letzte Buch der Bestellung ist ein Buch, wo ich eigentlich lange überlegt habe, ob ich es tatsächlich im Regal stehen haben muss. Denn ich habe es als E-Book gelesen und die Reihe hat mein Leben im letzten Jahr verändert. Das klingt so melodramatisch. Nein, ich würde sagen, es hat mein Leseleben tatsächlich verändert. Und ich habe aber nur den zweiten Band hier stehen, weil ich ihn irgendwann zufällig als Mängelexemplar entdeckt habe und gar nicht in Verbindung gebracht habe, dass er zu meinem E-Book gehört, was eben der erste Teil war. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es ist der Übergang von Justin Cronin, es ist der erste Teil der Passage-Trilogie und die hat mich ja wirklich im letzten Jahr mehr als begeistert zurückgelassen und ja wirklich mein Weltbild, was Endzeitbücher angeht, verändert und auch Justin Cronin mit seinem ja wunderbar atmosphärischen Schreibstil hat ja in mir einiges verändert. Auch heute noch verfolgen mich manche Szenen der Buchreihe ganz tief in den Schlaf und es ist echt der Wahnsinn. Und ich habe eben die 12 hier stehen. Ja, das war sehr lustig, Entschuldigung. Ja, ich habe eben die 12 hier stehen, weil ich das eben damals als Mängelexemplar entdeckt habe und mitgenommen habe, weil der Klappentext so spannend klang und hatte der Übergang eben als E-Book. Und auch die Spiegelstadt habe ich ja dann als E-Book gelesen. Die ist ja erst letztes Jahr dann im Oktober herausgekommen oder Anfang November. Und ich habe lange überlegt, wollte aber dann, dass die Übergangausgabe eben auch zu meinem die 12 passt. Und es musste eben nicht das Hardcover sein, sondern gerne das Taschenbuch. Und es sieht wirklich gut aus. Man sieht, es ist ganz leicht rund gelesen, was bei so einem Buch aber überhaupt kein Problem ist. Und jetzt steht da zumindest schon mal der erste und zweite Band davon in meinem Regal. Und ich freue mich mega darüber. Das ist total irre, weil eigentlich bin ich ja jemand, der sagt, ich lese tatsächlich lieber jetzt E-Books, damit wirklich nur noch Schätze in meinem Regal stehen, mehr oder weniger, und mein Sub. Und ja, das ist aber einfach ein Schatz und der muss einfach ins Regal und ach ja. Ja, jetzt zieht sie bei mir ein, die wunderschöne Amy auf dem Cover und ach ja. Ja, das war's auch schon an Büchern und DVD. Es ist noch allerlei Gebrimsel hier drin. 40% Rabatt auf irgendwas. Sechsfelder Checkpot für 2,50 Euro. Ich weiß gar nicht, ob Preise irgendwo hier drin stehen. Nein, ich glaube, es ist dann nur noch der Lieferschein. Ja, ich kann euch ja gerne, wenn es euch interessiert, die Preise mal in die Infobox packen, weil irgendwo auf irgendeiner Bestellung E-Mails müsste sie auf jeden Fall sein. Ja, das waren sie, meine 4 Bücher. Also es ist keine wirklich sehr große Bestellung geworden und meine DVD. Und ich freue mich sehr. Also es sind wirklich ganz, ganz, ich hoffe, tolle Bücher. Bei einem weiß ich es ja schon. Und eine DVD dabei gewesen, die mich wirklich, die ich mich sehr, sehr jetzt freue. Und vielleicht kennt ihr ja Medimobs auch schon. Vielleicht habt ihr auch letztens erst eine Bestellung getätigt. Dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was vielleicht eure letzte Bestellung war. Würde mich mega interessieren. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.